könnt alle ein bisschen näher kommen. Das ist eine Performance, die ich sehr gerne immer wieder mache, weil jedes Mal passiert was anderes. So, es ist ein bisschen unrechtbar, was passiert. Und was wir versuchen, das ist so ein Spiel, dass wir kochen Popcorn und dann, als das Popcorn anfängt zu poppt, manche treffen den Korb, so wir haben so manche Treffpunkte. Und ich möchte von euch jetzt einen Zettel nehmen und wetten. Danke. Wie viel glaubt ihr, wir werden heute Treffpunkte haben? Wie viele Körner sind drin? Das ist die nächste Frage. Das ist eine gute Frage. Es ist eine ganz normale Kochaktion. So, ich werde nicht die ganze Sache verwenden, aber so die Hälfte ungefähr. Ich weiß es nicht, wie viel sind die gerade. Okay. Und wie lange dauert die Aktion? So, wir brauchen ungefähr 10 Minuten, bis das Öl kocht. Okay. So, ihr habt genug Zeit. Und hier bekommt ihr auch ein paar Bleistifte. Es ist wichtig, eure Namen zu schreiben. Den Namen kann ich schon schreiben. Den Namen, den schaffen wir. Den schaffen wir. Ja, ich habe schon geraten. Also. Es ist immer ein bisschen unberechenbar, weil wenn ich gar keine Öl verwende, dann bringt nicht so sehr. Wenn ich zu viel Öl verwende, dann ist es schwierig wieder. Es ist immer ein bisschen unberechenbar alles. Ne? Ganz genau, was ich mache. Und dann, das fängt an der Öl.
Und dann heißes Öl geht auf diese ganze Boote, auf diese geschützte Ruine, das war in Griechenland. Das war eine Katastrophe. Dann die Archäologen sind gekommen und die waren total, wir haben das ganze Ruine kaputt gemacht mit der Konstruktion. Und das war schwierig, schwierig. Und jetzt, ich habe in diese Ruine meine, für die nächsten 100 Jahre, meine Spur gelassen. Es läutet. Achso, da will das Licht auch drin. Also, ich lese hier 3, 2, 5, 7. Wir haben 20, wow, wir haben eine sehr 12. Okay, wir haben verschiedene Nummern hier. Ich höre ein bisschen. Ich habe mir schon vorgestellt, dass man dazu einen Gaskocher braucht und mit Elektroherz. Aber so kleine Popcorns machen. Nein. Also ich habe es immer wieder bei meinem alten Seraphim probiert und die Hälfte ist schwarz geworden, als ich gesund bin. Ich meine, das Problem ist, ich werde das nicht umrühren, weil ich möchte nicht, dass das Resultat beeinflussen. Manche von denen werden schon brennen. Das ist Teil des Lebens. Möchte ich denn noch mal ändern? Okay, dann du hast noch mal, bevor du... Nein, das Gesetz ist es. Okay, alles gut. Jetzt ist schon zu spät. Jetzt fängt es. Jetzt wird sie nah. Wird sie nah. So, ich höre ein bisschen, aber es braucht noch. Wenn mehrere Leute gibt, dann ich filme hier den Korb und dann ich live, weil wenn viele Leute sind, die uns nicht ganz genau sehen. Aber für heute, ich habe gedacht, dass es besser wird, hatte das live. Ah, schon gesprungen. Haben wir einen Sprung? Das war die Jacke. Ah, das war die Jacke. Das war mein Arsch. Oh, jetzt. Ah, aha. Thank you.
Jetzt heute noch. Ja, ja, ja. Das ist jetzt so, weg. Der Nummer ist 3. Der Nummer, der Gewinner, Nummer ist 3. Ja, das ist. Ja, yeah, ich hab 3. Wow, bravo, bravo, bravo. Wolfgang hat gewonnen. Wolfgang hat gewonnen. Das ist ein Ball. Ich hab 3. Ja, sollen wir das auf den Boden? Ja, sehr. Das ist das Schöne. Ich bin immer gut bei Kochen. Das ist das Resultat. Sie können das essen. Halt das mal ordentlich in die Kamera. Dann können wir essen. Wo ist die Kamera? Da wird nicht so knapp. Bitte. Oder passt schon so und irgendwie so von, ein Stück weiter runter. Ach, herrlich. Nicht zu weit. Du isst das voll gut. Naja. Das ist das Resultat. Okay, die Reste da. Ich esse die vom Boden. Gut. Wolfgang hat gewonnen. So, der Gewinner ist der Wolfgang. Ja. Das war der. Danke, danke, danke. Das ist dein Geschenk. Hier. Schau. So, du bekommst viele Medaille von dem Mozart. Von Wolfgang Mozart, genau. So, ja, bitte. Achso, von Wolfgang, ja.
Behandeln wir auch der das ja. Eine Mehrwertung. Kommt in selten. Ja. Danke, danke. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Danke, danke. Es war eine Fairplay.